Ich hab 6 Iridium-Erz und einen Iridium-Barren. Damit werden wir in der nächsten Folge. Achso. Genau, in der nächsten Folge werden wir reich. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Macintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 und der Macintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und mein Name ist Butch. Und ich bin und. Und was? Du hast gesagt Butch Bob 42 und? Der Macintosh. Aber ich bin und. Wer ist denn der Macintosh? Das bist auch du. So. Ah, okay. Das bin ich auch. Und wenn euch das gefällt, wie ich gerade hier Königin der Soßen derweile geguckt habe, dann lasst gerne ein Like da, ein Abo, drückt die Glocke. Dann sehen wir uns hier auch in den nächsten Folgen. Wo es ursprünglich, nee, nicht ursprünglich, aber wo es eigentlich sonst so. Oh. Auch um Themen geht, was wir letzte Folge ein bisschen vernachlässigt haben und dann auch noch technische Schwierigkeiten hatten. Aber hey, wir haben übelst hart krass abgeschädelt. Ich bin gespannt, wie Post-Production Bob das gelöst haben werden wird. Ja, ich bin auch gespannt, weil wir haben echt noch eine ganze Menge weitergeplappert. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das Weirde übrigens, ich habe euch noch gehört und ihr habt mich nicht gehört für eine ganze Weile. Ja, du das warst fand ich irgendwie weg. Seltsam. Wir haben uns halt gefragt, ist er noch da? Ja, ich war prinzipiell noch da. Ich habe euch auch noch gehört, aber mein Discord hat euch schon keine Informationen mehr gegeben. Ja, mir aber anscheinend noch. Und irgendwann ist es dann auch für mich dann zusammen geworden. Hast du, Butch, hast du einen Schleimstein hier bin für dabei. Die? Bring ihn gerade. Sehr gut. Sehr, muy bien. Ja, selbstverständlich. Muy bien. Ja, oh, die Fischis freuen sich. Apropos muy bien, wir hatten ja jetzt dann vor 2 Folgen, hatten wir ja die Light and Dark Patterns, beziehungsweise erstmal nur die Dark Patterns. Und da wollte ich ja eigentlich ein bisschen weiter erzählen. Da waren wir alle ein bisschen entsetzt, wahrscheinlich aber auch so, ja gut, man weiß es eigentlich, aber da habe ich es nochmal so ein bisschen vor Augen geführt. In die Augen, mein Auge! Also guckt gern die vorletzte Folge von hier aus gesehen. Genau. Da wollte ich mal ein bisschen weitermachen. Das letzte Mal, also es war ja erstmal so designtechnisch alles so ein bisschen. Jetzt wollte ich noch dazu kommen, es gibt natürlich noch, ich sag mal, nur psychologische Aspekte dabei. Ein ganz großes Ding dabei ist, befüllte Eingabefelder. Also quasi, wenn man irgendwo Sachen eingeben könnte und die sind schon ausgefüllt. Ah, mit, okay. Was fällt mir jetzt ein? Zum Beispiel Standardversand, Expressversand, Overnight, was auch immer, sowas. Und dann ist sowas wie Express zum Beispiel immer schon ausgewählt. Dann steht vielleicht auch noch sowas da wie, oh ja, das ist dann halt super schnell und so. Mhm. Und dass sowas mit den Leuten dann gemacht wird. Ne? Und die Leute sind dann eher weniger gewillt, das zu ändern. Oder die denken, ja, das ist ja dann die beste Einstellung auch immer. Das ist manchmal richtig doof, wenn bei so einer Lieferdienst-App, die mir Essen bringt, wenn ich da hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal das Problem, dass es sich automatisch auf Barzahlung umgestellt hatte, obwohl ich immer PayPal drin hatte. Und auf einmal steht er vor der Tür und sagt so, ja, gib Geld. Und ich so, du hast bereits Geld. Und dann nochmal nachgeguckt, nee, es war tatsächlich dann auf auf Barzahlung. Zum Glück hatte ich auch Geld da, so dass das kein Problem war. Oh, das wäre so der Aber es regt mich halt so auf. Also Bargeld ist sowieso, das ist nochmal ein anderes Thema, worüber wir nochmal reden können. Aber ja, ist schon nervig. Bargeld? Nee, Bargeld an sich nicht. Aber ich wollte jetzt auch nicht unterbrechen. Obwohl ich es gemacht habe. Also ich wollte genau darauf hinaus, ob ihr da irgendwelche Erfahrungen in solchen Sachen gemacht habt, dass solche Felder schon ausgefüllt waren oder ne, dass sie dass euch quasi dadurch wird einem ja schon was suggeriert, ne? Und dann ist man eher gewillt, das so zu lassen oder gar nicht genau hinzugucken oder irgendwie so, ja, wird schon richtig sein oder. Ja, genau, das Hingucken. War das ja immer so. Ja. Oder beides. Also da, ich überlege auch gerade, ob ich sowas auch schon mal hatte, aber ich erinnere mich nicht, also nichts, was so extrem war, dass ich mich jetzt wahrscheinlich spontan dran erinnere. Beziehungsweise wo es dann so Auswirkungen hatte, ne? Weil man begegnet dem ja andauernd, wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei Pokémon in den ersten Editionen, wenn du deinem Charakter einen Namen geben sollst und dann sind schon Namen vorgegeben.
die du auswählen kannst. Ja. Ja, ich meine, ja. Ajo. Aber ich meine, hat dann irgendjemand halt mal seinen Charakter Jack genannt? Nein. Obwohl, oder den Hauptcharakter doch. Gary? Achso, du meinst jetzt speziell auf Pokémon noch weiter? Ja, selbstverständlich, bezogen? Bei Pokémon. Okay. Nee, weil ich hatte in dem wunderbaren Spiel Def Jam Fight for New York. Oh mein Gott, was ein geiles Spiel. Da hieß mein Charakter, mein selbst erstellter Charakter Jack. Das war ein geiles Spiel, ey. Das war noch so zu PlayStation 2 Zeiten. Das war halt so ein, das war so ein Beat'em-up-Spiel, ne? Also so, ja, so Straßenfights. Und Def Jam ist ja dieses, ist es ein Plattenlabel? Ich glaube, es ist ein Plattenlabel, was eben so hauptsächlich so Hip-Hop-Zeug am Start hat. Ja. Und du konntest halt so mit so einem Haufen so bekannten Hip-Hopern konntest du dich halt prügeln. So, das, also ich glaube, ich überlege gerade, ich glaube, da war so ein 50 Cent war dabei, ein Sean Paul, keine Ahnung, so, also das war mega lustig. Und oh, das ist cool. Und du konntest dann halt, ne, konntest deinen Charakter dann, die krassen Hip-Hop-Sachen da irgendwie anziehen und was weiß ich. Ich fand dieses Spiel einfach so großartig. Weiß ich nicht. Es gab ja mal für die PlayStation 1 ein Spiel von Wu-Tang. Was? Ja, ein Kampfspiel, das war übel schwer. Da waren alle Mitglieder vom Wu-Tang Clan, sahen so aus wie so, ja, weiß ich nicht, Ninjas oder sowas. Und die hatten einen Meister und der wird dann irgendwie entführt und dann müssen die platt machen. Und im Hintergrund läuft halt immer so übelst geile Wu-Tang Clan Musik, aber die sind halt übelst schwer, die Gegner. Und dann zerbrichst du dir eher die Finger, als dass du da irgendwas am Erreichen dran bist. Es klingt aber super. Ich mag sowas. Das ist so, das ist so Merchandise für Franchises, weißt du? Das ist genau sowas. Prügelspiele. Nimm doch die Teletubbies und pack die irgendwie in ein Prügelspiel oder so. Ja, deswegen funktioniert ja Smash Bros. Auch so gut, weil du einfach deine Charaktere da hast und kannst dich da prügeln. Na, und es ist halt auch Cartoon-Gewalt. Cartoon-Gewalt kommt, glaube ich, immer auch sehr gut an. Genau. Kennt ihr noch Lemming Ball Z? Ja, nein. Ich habe davon gehört. Du meinst, was? Lemming Ball? Lemming Ball Z. Ne. Das war ein, so ein Amateur-Dings, der hat einfach diese frühen, also wie Lemminge damals, ne, wie die aus den ersten Spielen, diese Lemminge, und hat denen einfach, Dragon Ball Z-Skins gegeben. Und dann konntest du halt wirklich da rumfliegen und gegeneinander kämpfen, immer so einer gegen, also so einer gegen einen, und dann, ja, konntest du auch wirklich, ich wollte sagen, digitieren lassen, nee, aber eben die Super Saiyajin-Stufen, so wenn du jetzt zum Beispiel Son Goku genommen hast, dass er dann wirklich bis zum Super Saiyajin 3 hoch konnte und so weiter. Also es war schon, dieses Spiel war einfach mega, mega gut. Vor allem halt konntest du eben auch die Landschaft komplett zerstören. Also hast halt so eine Genki-Dama gemacht und hast damit halt die komplette Landschaft zerstört. Dieses Spiel ist großartig. Ich muss das mal suchen. Das fand ich bei Dead or Alive so geil, diesem Kampfspiel. Da konntest du die ja irgendwie durch ein Fenster treten, dann sind die irgendwie 3 Stockwerke tief gefallen, dann bist du hinterhergesprungen und hast die unten weiter verprügelt. Oh, sowas mag ich. Oh, Mortal Kombat. Ja, na, Mortal Kombat Ich war und bin immer und werde immer sein Fan von Mortal Kombat, ey. Ich glaube, mit dir habe ich einfach das erste Mal Mortal Kombat damals gespielt. Echt? Ja, ich hatte ja nie eine PlayStation. Ich war so ein armer Schlucker. Gab's auch auf dem Super Nintendo. Ich hatte auch kein Super Nintendo. Auf der PlayStation 3 hatte ich eine Version, die hatte diesen X-Ray-Modus. Das, wenn du einem einen Knochen gebrochen hast, dann hat es dieses... Das war, glaube ich, Mortal Kombat 9 war das, glaube ich, wo die das erste Mal das eingeführt haben. Vielleicht auch 10, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, es war 9. Ich hatte damals schon Teil 13 draußen und so. Ja, ich glaube, 13 ist angekündigt. Oder 12 ist angekündigt? Shit. Boah, ich weiß es ich nicht. Ich habe es den einen Tag erst nachgeguckt, ne, und einfach schon wieder vergessen. Aber Mortal Kombat fand ich geil. Ich sag mal so, Mortal Kombat ist halt, ne, also es ist eben, es zeichnet sich durch seine übertriebene Gewaltdarstellung aus. Also das ist ja so das Markenzeichen einfach von Mortal Kombat. Ja. Aber was ich zugeben muss, ich finde die Lore von den Charakteren großartig. Also die Background-Stories zu den Charakteren sind richtig, richtig gut gemacht. Also, ja. Kann ich gar nichts zu sagen.
Weil wie gesagt, okay. Ich habe es leider nie gespielt. Vor allem Lore, ist das, heißt das nicht sowas wie Aberglaube oder sowas? Oder? Nee, die Geschichte halt drumherum. Ja. Also das, was dieses Universum, dieses Franchise so auffüllt, sag ich mal. Genau. So, wenn du noch tiefer rein... Die Lore ist, glaube ich, die mehr oder weniger... Ich habe einen Glücksring! Oh mein Gott! Yeah. Wo seid ihr eigentlich? Ich bin am See. Ich bin in der Schädelmine, weil ich hatte heute nochmal sehr viel Glück. Ah ja. Geil, Alter, Glücksring. Junge. Plus ein Glück. Einfach standardmäßig. Geil. Einfach so, einfach aus Prinzip. Einfach immer. Alter, jetzt geht's hier ab. Ich sag's euch. Ich habe auch sogar schon ein bisschen Iridium bekommen hier. Sehr zwei. Gut. Dann also Iridium-Erz. Zwei. Zwei Iridium-Erz. Ja, aber Stichwort Bargeld, ne? An sich mag ich Bargeld. Ich bin eigentlich ein Fan davon, wenn ich in mein Portemonnaie gucke und da ist Geld drin, dann denke ich mir mal, oh, guck mal, ich habe Geld. Und jetzt kann ich mir davon irgendwie ein Eis kaufen oder so. Ich finde das eigentlich total toll, das auch mal visuell immer zu sehen, weil nur Digitalgeld ist halt irgendwie ein bisschen langweilig. Beziehungsweise hat man wenig Bezug dazu. Was ich aber überhaupt nicht mag, und da ist Deutschland leider immer noch Vorreiter, dass man ganz oft nicht mit Karte bezahlen kann. Deutschland ist Vorreiter, dieses, nicht Vorreiter sein. Du weißt doch, dieses Internet, das gibt es doch erst seit gestern. Neuland. Und Technik auch. Mir ist das tatsächlich das erste Mal aufgefallen, als ich meine erste Girokonto-Karte bekommen habe. So mit 16 oder so war das, glaube ich. Und dann war ich in einem Gitarrenladen und habe da Gitarrenseiten kaufen wollen. Und dann meinte der Typ zu mir, ich wollte halt mit Karte zahlen, so, und das wäre aber mit irgendwie so 8 Euro oder so haben die Seiten gekostet. Und dann meinte er tatsächlich so, und ja, dann muss er irgendwie selber irgendwie auch Gebühren zahlen, wenn er das mit Karte macht, so. Oh, habe ich gesagt, Gott. Ja, aber ich habe jetzt halt kein Geld dabei, außer das. Und er hat das trotzdem gemacht, so, es war kulant von ihm, und da dachte ich mir aber zum ersten Mal, hä, warum müssen die bezahlen dafür? Das ist doch bescheuert. Ja, irgendwie schon. Und ich meine, klar, diese Kartensystem-Leute irgendwie, aber das, du kannst ja auch privat so ein Kartenlese-Dings kaufen. Geht ja tatsächlich. Du kannst es ja einfach haben, das auf dein Konto quasi verbinden und dann kannst du da, können dir Leute per Karte was bezahlen. So, das ist überhaupt kein Ding. Ja. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das du ganz oft in Deutschland in einem Restaurant oder in einer Bar oder sonst was kannst du nicht mit Karte zahlen. Wo ich mir denke, aber ich weiß doch noch gar nicht, wie viel ich veressen oder vertrinken möchte. Ich laufe doch hier nicht irgendwie mit weiß ich nicht, 60, 70.000 Euro in der Tasche rum. 12,38 Euro reicht genau für dein Lieblingsessen mit Getränk. Nein, so, bei mir nicht. Hast du erst gehört. Okay. Verstehe ich bis heute nicht. Kommt einfach nicht in meinen Kopf rein. Warum das immer noch ein Problem ist in Deutschland. Oh, es wird spät. Vor allem, weil es auch einfach total Schwarzgeld fördert, ohne Ende. Ja. Das ist die Bargeld-Lobby. Böse. Die wollen nicht, dass du bezahlst. Na, die wollen nicht, dass du mit Karte bezahlst. Ja, ja. Das auch. Ja, du, ey, das verstehe ich auch nicht. Aber es ist auch bei einem Kumpel von einer Freundin, also ich bezeichne den mal trotzdem auch als Kumpel, auch ne, aus Norwegen hier gewesen. Und er hat sich gewundert, warum kann man hier nicht mit Karte zahlen? Warum kann man hier nicht mit Karte zahlen? Warum kann man hier nicht mit Karte zahlen? So, also für ihn war es auch so völlig so, what the fuck, was ist hier los? Also, hä? Ja, vor allem also, in so Leben. Auch, ja? Vor allem in so Läden, wo du halt gar nicht weißt, wie viel du ausgeben wirst. Wir waren nach dem Weihnachtskonzert letztes Jahr, irgendwie sind wir halt in eine Bar gegangen, weil da auch einer von uns irgendwie Geburtstag hatte und dann wollte der halt seinen Geburtstag da feiern. Wir kommen rein und das Erste, was ich halt frage dann da drinne, ja, kann man auch mit Karte zahlen? Dass ich das allein schon fragen muss, regt mich schon auf. Ja, okay. Stimmt. Halt, kann man mit Karte zahlen? Nee, nur Bar zahlen. Da bin ich laut geworden.
Was jetzt kommt direkt rumgepöbelt. Ey, wir haben 2022. Kommt doch mal hier an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin richtig aufgeregt, weil ich das so dermaßen nervig finde einfach. Ich gehe kaputt. Das ist wirklich eine Sache, die mich doller aufregt. Das glaube ich. Ist die Folge rum? Nee. Nein. Sehr gut. Hast noch genug Zeit, um dich aufzuregen. Danke. So, und jetzt machen wir hier mal weiter. Ja, es ist halt total nervig. Und ich hätte das gern anders. Also an alle, die das hören, macht das anders. Ja, ich finde aber tatsächlich auch nur digitales Geld auch schwierig. Ja, ich auch. Wie gesagt, ich bin total ein Fan davon, dass ich eben die Wahl habe. Ja. So, wenn ich in den Laden reingehe und Eis, natürlich kaufe ich mir, wenn ihr irgendwie ein Eis kauft. Ich hätte gern eine Kugel Eis und eine Karte. Ja, aber ich hätte gern, dass das möglich wäre. Ich hätte gern, dass das möglich wäre, dass du natürlich trotzdem weiterhin Bargeld hast und mit Bargeld bezahlen kannst, klar. Aber ey, mach's mir doch möglich, dass ich die Entscheidung habe, weil wie gesagt, ich bin an sich ein Freund von Bargeld und ich zahle auch gern bar, aber meistens eben nicht. So. Ja, verstehe ich. So. Von Bargeld stinken die Hände immer so, gerade Münzen. Aber Münzen sind schon cool. Ja. Wenn sie sauber sind. Wie seid ihr dafür, diese Kupfermünzen abzuschaffen? Keine Weil Ahnung. Weil da gibt es also mindestens die 1- und 2-Cent-Münzen irgendwie abzuschaffen, weil die Quatsch sind. Zum gewissen Sinne, man könnte alles irgendwie immer auf 0 ab- oder aufrunden. Und irgendwann hast du irgendwie 20 Euro und 1 Cent für ein Ding und dann kannst du das nicht kaufen, weil... Na, du kannst es ja kannst ja zur Bank gehen und da das einfach dann... Ne? Ne? Dingsen lassen. Dingserbums. Ja, wertstellen lassen. So. Ihr wisst doch, was ich meine. Schätzen lassen, oder? Du, keine Ahnung zu dem von diesen Sachen abschaffen, da habe ich tatsächlich gar nicht irgendwie eine große Meinung zu, weil, weiß ich nicht, die sind halt da, die stören mich jetzt nicht. Nee, ist okay. Wenn sie weg wären, würde mich das, glaube ich, auch nicht stören. Ja, keine Ahnung. Nee, ist okay, ich wollte halt hier nur über ein Thema reden, aber wenn das halt nicht gewünscht ist, dann ist okay. ich muss mich auch nicht in den Vordergrund stellen, so, ich hab damit gar kein Problem, so. Musst du also nicht Rico Müller? davon können wir mal auch mal noch davon erzählen, mal, ne? Das war eigentlich ganz schön geil. Hast du gerade gesagt Müllern? Nein, Rico Müller. Rico Müller ist mein alter Ego gewesen. wir haben letztens Ach nee, Bob, erzähl du, das war deine Idee. Nee, es war nicht meine Idee. Wir haben das vom ehemaligen Nachbarn geschenkt bekommen. Also war es deren Idee. Da müssen die das erzählen. Ah, gut, dann muss ich die schnell herholen. wir haben letztens ein Krimi-Dinner abgehalten. Ein Dinner-Krimmer. Wurde uns geschenkt und das war lustig. Und Butch hatte die Rolle des Rico Müllers. Des Rico Der sich immer in den Mittelpunkt stellen musste und mit seinem Grill angeben wollte und solche und Sachen. Ey, war der Barbecue Flamer 3000, ja? Also bitte, nenn das Ding beim Namen. Das war schon ziemlich witzig. Es war ein sehr tolles. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich fand es vor allem richtig toll, dass die Leute wirklich in ihren Charakteren quasi geblieben sind. Ja. Und mit der einen habe ich mich ja echt, wir haben uns ja echt gezopft so. Also da ging es echt ganz schön hin und her, weil wir uns dann zum Schluss, das Spiel selber ist halt total cool, weil jede Runde erfährt man halt irgendwie ein bisschen mehr und muss demnach, kann man eben neu agieren. Ich gehe übrigens nochmal in die Mine, weil ich habe heute nochmal Glück. Mach das mal. Ja, du hast jetzt immer Glück, weil du jetzt... Ja, aber ich habe ja noch mehr Glück. Ja. Und dann haben wir, ganz zum Schluss muss man dann eben sagen, wen man vermutet, wer der Mörder wäre und so weiter. Und dann darf man halt so, wie soll man sagen, Vermutungen aussprechen, man darf natürlich diskutieren und so weiter. Und das ging halt zwischen der einen Person und mir, zwischen unseren Charakteren ging es dann so echt krass hin und her. Weil sie hat die ganze Zeit mich verdächtigt, ich habe sie verdächtigt und wir wollten da auch nicht locker lassen. Das hat Spaß gemacht. 5 von 5 Sterne gerne wieder.
Ja. Ja, und dazu hast du dann quasi immer ein Thema. Also unseres war, also das Szenario hieß Dauercamper, Dosenbier und eine Leiche. Und das ganze, die ganze Geschichte hat halt auf einem Campingplatz stattgefunden. Das hatte ich mir beinahe gedacht. Und dann hast du halt vorher quasi, hast du eine Spielanleitung, die du aber nur bis zu einem gewissen Punkt lesen darfst. Dann musst du halt die, du hast so eine ganz kurze Rollenbeschreibung zu jedem Charakter. Und dann kannst du halt die Charaktere verteilen an deine Freunde. Die oder dürfen dann Feinde. Halt ihre, oder Feinde. Oder beides. Und ja, die lesen sich dann natürlich ihre Rollen so durch, ne, versuchen sich so ein bisschen drauf einzustellen. Also muss das halt auch ein bisschen langfristiger dann planen. Ja, und einer von denen ist halt Teti. Teti, genau. Und das, ja, nee, war schon echt witzig. Das hat richtig Spaß gemacht. Vor allem habt ihr das auch so gut vorbereitet. Das muss man, ja. Das habt ihr also richtig wir haben dann wirklich, weil wir ja dachten, ja, es ist halt ein Campingplatz und so, ne, dann, oh shit, nein, sterben ist nicht so gut. Haben wir also halt auch dann sowas wie, dass wir zum Beispiel von Papptellern auch gegessen haben. Mhm. Nicht von richtigen Tellern, von Papptellern. Dass es dann halt auch so ein Scheiß gab wie eben Dosenravioli oder so Salate oder so ein Scheiß. Es gab dann Getränke aus Dosen eben und solche Sachen. Also eben so Camping, ne? Ja. Haben wir schon gut gemacht. Bob hieß übrigens Helmut. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Helmut. Das ist doch ein weißes Mammut. Helmut. Helmut. Oh mein Gott. Ü40 Humor wieder hier, oder was? Ja, es passt ja zu Helmut. Ja, stimmt. Aber nicht so, zu mir, ich bin noch hier? Keine über 40. Noch nicht. Dann darfst du solche Jokes nicht bringen. Okay, hey, dann tut's mir leid. Hier fehlt mir irgendein, ich hab so eine, ach da. Komm her, du scheiß Drache. Ich hab hier so eine Monsterebene. Direkt Ebene 1 ist eine Monsterebene. Oh Gott. Und ein Drache hat sich nicht gezeigt, weil er so am Bildschirmrand quasi war. Was ein Schmutz. Ja, nee, deswegen so Krimi-Dinner kann ich empfehlen. Ich glaube, du brauchst halt so, du musst halt schon so die richtigen Leute dafür auch haben, ne? Die dann auch wirklich. Ja, die da mitmachen. Bringt ja genau, nichts. Genau, die dann halt Leute wirklich hast, so in ihrer Rolle bleiben. Genau, ja. Also dann auch so mit ein bisschen Verkleiden war auch und so, also ein paar Utensilien so. Also der eine, der war dann halt zum Beispiel der Platzwart und der hat dann auch wirklich so, ne, wie nennt man es, Bits mitgebracht, also hier für einen Schraubendreher und auch von so einer Silikonspritze so das Gestell und so. Hat er gesagt, ah Mist, er hatte jetzt keine Latzhose da, sonst hätte er sich sowas auch noch angezogen und so, also... Das ging. Oh, ein Iridiumbarren. Nice. Ich hatte leider keine Goldkette. Ich hatte echt auch versucht, irgendwo eine Goldkette aufzutreiben, aber ich habe leider keine bekommen. Ja. Nee, Ghetto's gerne wieder. Geiles. Also wenn ihr das nächste, da bin ich auch wieder dabei. Bist du also, ja? Kündige ich schon mal an. Er lädt sich einfach direkt mit selbst an. Ja, ja, das ja. Ist typischer Rico. Also es war auch witzig, weil mein Charakter mochte Rico halt nicht. Ja. Das stimmt. Weil Butch hat ja auch immer laut Musik gehört. Mhm. Vor allem ich. Also ich war halt, ich musste halt so einen richtigen Allmann machen, so, ne? Deutschmann. Richtige Kartoffel. Nee, aber das war cool. Also sowas, Leute, wenn ihr die Chance auf sowas bekommt, oder macht's halt auch selber mit Freunden, Familie, Bekannten, Verwandten. Oh, ich hab eine Cutscene. Mach das. Geil. Hi Butch. Mit? Ich mach nur ein wenig Popcorn. Ah! Verdammt, Meg! Und dieses Geräusch. Du hättest wissen sollen, dass mich dieses Geräusch an den Krieg erinnert. Ach so. Ich habe viele gute Freunde in diesen blutigen Schützengräben verloren. Ich dachte bei den Popcornmaschinen. Aber Liebling, Popcorn war bis dahin immer dein Lieblingssnack. Die Dinge haben sich geändert. Ja, der Butch, kannst du mit ihm ein Wort reden?
Ja, ne, Krieg schon scheiße kennt, wa? Ja. Jody ist schuld. Sie hätte es besser wissen sollen. Ich weiß, es tut weh, aber gib nicht deiner Frau die Schuld. Es ist meine Schuld. Ich wollte Popcorn haben. Nee, ich sag sofort. Ich weiß, es tut weh, aber gib nicht deiner Frau die Schuld. Ich verstehe gar nicht, was das mit Krieg zu tun hat. Du hast absolut recht, Butch. Na, wenn die Popcorn macht, dann macht er so puff. Ah, okay, alles klar. Dann hatte ich doch den richtigen Gedanken im Kopf. Piu, piu. Es tut mir leid, Liebling. Du konntest nicht wissen, dass mich Popcorn-Geräusche so beunruhigen. Das stimmt. Es ist okay, Liebling. Ich wollte dich nicht ängstigen. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Und gleich noch eine Cutscene. Boah, was ist denn da los? Oh, hi Butch. Ich wollte mir nur gerade einen Snack holen. Warte, für dich ist sicher auch was da. Oh nein, was für eine Sauerei. Was? Das klingt irgendwie falsch. Was war das für ein Geräusch? Ach du lieber Himmel, was ist passiert? Sag's ihr, Butch. Sam hat den Snack fallen gelassen, als er ihn mir geben wollte. Sam hat mir den Snack gegeben und ich habe ihn fallen gelassen. Sam hat ihn absichtlich fallen lassen. Er dachte, das wäre lustig. ich hab ihn fallen lassen. Ja, genau so war's. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, Butch. Das ist kein Problem. Tut mir leid, Mutter. Ich mach schon sauber. Danke dir. Ja. Das war's. Cool. Danke dir. Übrigens voll die Lüge, dass Kent Lieblingsessen Popcorn wäre, weil ich glaube, eins seiner liebsten Geschenke ist irgendwie Haselnuss. Irgendwas, geröstete Haselnüsse oder sowas. Haselnuss-Popcorn. Also... Jody hat nicht mal eine Ahnung, was ihr Mann da gerne futtert. Das ist schlecht. Butch? Ja, ich spiele gerade Schlagzeug bei Sam, während er im Bett liegt und schläft. Geil. Finde ich gut. Mach ich jetzt öfter ich hab, so. Ich habe 6 Iridium-Erz und einen Iridium-Barren. Damit werden wir in der nächsten reich? Folge... Achso. Genau, in der nächsten Folge werden wir reich. Nein, damit können wir in der nächsten Folge, denke ich mal, uns den geilen Obelisken hinsetzen lassen. Ein oder zwei? Und dann können wir einen. Ach was. Einen vielleicht, vielleicht reicht es dann sogar für den Strandobelisk auch noch. Der uns aber eigentlich. Der Wüstenobelisk ist Obelix. Ha, der Wüstenobelisk. Der Wüstenobelisk, genau. Ist ja auch das Wichtigste, dass wir da auf jeden Fall immer so schnell hinkommen, weil der Rest, da kann man hinlaufen. Das ist ja kein Problem. Na, weil du sparst halt nicht nur Geld, du sparst auch Unmengen an Zeit. Unmengen an Zeit. Ja. Weil ansonsten musst du ja immer auf Pam erst warten. Und so kannst du einfach bam, direkt hin. Und gleich ist sie wieder arbeitslos. Haben wir ganz toll gemacht. Ja. Ein Hoch auf die Magie. Ich finde das gut. Scheiß Leute arbeitslos Pam, machen mit Magie? Ja, scheiß auf Pam, die trinkt sowieso zu viel. Stimmt. Und jetzt hat sie wieder mehr Zeit zum Trinken. Die sollte wirklich nicht Bus fahren. Das ist jetzt echt voll gemein, weil jetzt trinkt sie doch erst recht wieder, oder? Ich habe einen Satz verloren. Ich liebe dir. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe gesagt, ich habe meinen Job verloren, ich liebe Bier. Ach so. Ich finde immer dann diese Szene aus Simpsons. Ich habe mein Bier verloren und liebe meinen Job. Oh, was habe ich bekommen? Lebenselixier. Na gut. So. Bei den Simpsons, mich auch ins Bett. Was war denn da? Gibt's was ich Ihnen schon immer mal sagen wollte? Was? Wir kennen uns doch gar nicht. Du stinkst. Lieb ich. So geil, diese Szene, ey. Ah, ich habe jetzt gar nicht mehr meinen Magnetring an, deswegen ja, oder die das hier alles Mr. nicht mehr. Als Mr. Burns so Hiver und Homer irgendwie Zeug gegeben hat, weil er aussieht wie irgend so ein, ja. So ein Teigmännchen und dann geht der Alte rein und will auch irgendwas und der sieht aus wie irgend so ein Fruit Loop oder so und dann kommt er mit der Bombenmaschine so und der so, einfach großartig. Mein Gehirn. Ach, Bob ist in der Schädelhülle?
Ich bin noch richtig hart am Abschädeln. Ach so, haben wir schon gefragt. Oh ja, jetzt kommt noch. Was hier noch so dauert. Also bei mir steht, der Server hat die Verbindung beendet. Ja, ich habe gerade gesehen, ja, Mike stimmt. ist gegangen. Okay. Ich bin gegangen worden, aber ich komme einfach versuch direkt. Dann versuch mal möglichst schnell noch reinzukommen. Ja, I'm on the way. Wir müssten ja eigentlich noch was verkauft haben, von daher ist das ja eigentlich kein Problem. Aber es passiert nichts. Der Hof wird nicht angezeigt. Noch nicht, aber es kommt bestimmt gleich. Doch, da ist er. Da ist er, der Hof. Ich brauche nur noch. Da bin ich. Ist jetzt die Frage, ob du überhaupt reinkommst. Warten darauf, dass die Veranstaltung des Hauses vorbei ist. Ja, ne, ist ja nicht schlimm, das okay. passt schon. Gut, aber die Folge ist ja eh gerade vorbei. Dann, wenn ihr sehen wollt, wie die Veranstaltung beendet wird, dann guckt da nächste Woche wieder rein. Da holen wir uns endlich diesen Wüsten-Obelisk und wir hätten dann prinzipiell auch genug Kohle für diesen Strand-Obelisk, glaube ich, aber eigentlich brauchen wir den nicht so unbedingt. Deswegen hätte ich eher gesagt, wir gehen dann so mal in Richtung Ingwerinsel wieder. Ja, Zeit wird's. Und gucken, was da mal dann so abgeht im Vulkan. Alles klar. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann Like da lassen, abonnieren, Glocke. Und wenn euch die Zeit bis dahin zu lang ist, dann bei der Mikintosh vorbeischauen und schön bitte. Jeden Tag eine Folge Stardew Valley reinballern. Oh yeah. Auf jeden Fall. Kommt daily. Ich bin jetzt bei 100, Folge 100 irgendwas. 50, 14. Ja, ich hab heute auch erstmal wieder ein paar Folgen dann geguckt, weil ich jetzt Wochenende nicht dazu gekommen bin. Er binscht die Folgen. Er binscht die richtig weg. Ja, so einigermaßen. Okay. Gut, Jungs, dann wir sehen uns nächste Woche im Vulkan. Geil. Tschüss. Ich werd reingeschubst. Tschüss. Tschüss.